Alles klar. Hubschrauber, auf den Boden. Granate, volle Deckung. Ein Heli, los, runter. Granate fliegt. Granate! Alarm ist erledigt. Es wird keine Verstärkung kommen. Auf den Boden, Hubschrauber! Granate fliegt. Hubschrauber, auf den Boden! Kiste zerstört. Kiste erledigt. Wie sich der Ton gerade total anders anhört hier drin. Granate fliegt. Sie wollen hier entlang. Saft. Hab einen erwischt. Ist es erledigt. Granate fliegt. Nehmen. Das ist die letzte Kiste. Ziel erfüllt. Glaubst du, das hilft? Ich sehe das so. Je weniger die Arschlöcher auf mich schießen können, desto besser. Finde ich auch. Keine Gegner in Sicht. Tango am Boden. Hier drüben alles sauber. Fahren wir. Wir haben jemanden wachgerüttelt.
Das sind mehr Ziele für dich. Die Asche knall ich ab. Ich hörte ganz schön auf die Fresse, ey. Ach, gar nicht. Verdammt, das war knapp. Mann am Boden! Granate fliegt! Also. Also. Ah, das ist doch nicht euer Ernst hier. Seht euch das Versorgungsflugzeug an. Sieht beladen und startklar aus. Scheiße, wenn sie den Schlüssel stecken lassen, verdienen es die Trottel nicht besser. Also los. Ich hab dich. Halt einfach durch. Bin auf dem Weg. Hier ist der Flugplan für einen Kartell-Heli, der Nachschub liefert. Die Rebellen brauchen die Sachen. Holen wir ihn uns für sie. Passt gut zu meinen Stiefeln. Wir wissen von einer Santa Blanca Funkstation in Montauk. Hacken Sie die Nachrichtenlogs, dann finden wir vielleicht heraus, wer der Leiter des Ausbildungsprogramms ist. Tango auf dem Dach, Tango auf dem Dach.
uns dem Ziel. Wir müssen rein und ihre Daten nach Infos durchsuchen. Bewegung. Greif an! Oh Scheiße, wir wurden entdeckt. Habt die Rebellen um Mörserfeuer gebeten? Verstanden. Ausgesperrt. Ah, jetzt habe ich mich selbst gemörsert. Sonst noch jemand die Schnauze voll vom Gelaber dieser Kartellärsche? Hiermit können wir es beenden. Das ist der Standort von einem ihrer Sender. Download läuft. Ich schicke alles direkt an Bowman. Dranbleiben. Bowman, hier Nomad. Ich schicke Ihnen Nachrichtenlogs einer Kartellfunkstation in Montauk. Mit etwas Glück findet sich darin der Name des Kartellausbilders. Ich bekomme sie gerade. Warten Sie. Nichts. Hier sind keine Hinweise auf unseren Mann. Aber etwas anderes ist interessant. Die haben Suchtrupps losgeschickt, um einen Deserteur zu finden. Einer der Rekruten ist vor ein paar Tagen ausgebüxt. Sie glauben, er ist noch in der Gegend. Wie soll uns das helfen? Wenn er Zeit im Ausbildungsprogramm verbracht hat, besteht die Chance, dass er unserem Mann begegnet ist. Und der Deserteur kann uns seinen Namen sagen? Finden Sie es heraus. Die Ziele sind verdammt rar hier. Erledigt. Diese Seite ist sauber. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Aus abgefangenen Funksprüchen wissen wir, dass das Kartell einen Deserteur in den Bergen sucht. Finden Sie ihn für uns. Er weiß sicher eine Menge über das Ausbildungsprogramm.
Ich sehe einen Suchtrupp des Kartells. Wie gehen wir vor, Boss? Wir schnappen uns den Anführer. Ich will herausfinden, was er über den Deserteur weiß. Alles klar. Er sieht uns. Holt ihn euch. Der Leutnant haut ab. Bereit, auf deinen Befehl. Alle bereit? Feuer! Verstanden. Gib Zeichen. Alter. Locker bleiben. Fass doch mal. Quédate quieto. Ah, hijo de puta! Rede, pinche pendejo. Wer ist der gesuchte Deserteur? Ein pinche maricón de mierda, der aus dem Ausbildungslager abgehauen ist. Der Boss will, dass wir ihn eine Exempel statuieren, damit keiner dieselbe Idee hat. Wir schaffen ihn zurück und lassen alle mit Macheten auf ihn eindreschen. Und wo ist der kleine Schisser jetzt? Wir wissen es nicht, aber wir sind dicht dran. Ein anderer Suchtrupp glaubt, seine Spur gefunden zu haben. Wo ist dieser Suchtrupp? Rede und vielleicht lasse ich dich gehen. Okay, okay, Chinga. Wir nähern uns dem Deserteur. Checken wir die Gegend, in der er gesehen wurde. Vielleicht finden wir ihn. Ich fahre. Jetzt steckt doch wieder aus, ist mir auch egal. Nein, nein. Los. Scharfschütze. Ich sehe noch einen Suchtrupp. Wir scheinen hier richtig zu sein. Das Kartell nähert sich. Wir sollten den Kerl finden, bevor die es tun. Verstanden. Du fliegst auf, bleib zurück! Scheiße, der weiß jetzt Bescheid. Zurück mit dir! Sieht aus, als hätten wir sie aufgeschreicht.
Wir sehen uns. Hab die Rebellen gebeten, uns zu helfen. Quítate, pendejo. Verschwinde. Kapiert? Ich töte dich. Ich schwöre es. Puta madre. Lassen Sie mich in Ruhe. Lassen Sie mich. Klappe. Jetzt rede ich. Du hörst zu. Nicke, wenn du mich verstehst. Vorwärts. Ich bin hinter dir. Die Karren sind so lahmarschig heute. Bitte, bringen Sie mich nicht zurück. Netta, por favor. Ich bitte Sie. Ich halte das nicht aus. Hören Sie? No lo aguanto. Ich kann nicht. Schrecklich. Was habe ich nur getan? Sie gaben mir einen Hammer und ließen mich einen Allmächtiger. Schuss bereit. Emilio. Sie wollen weg vom Kartell, Emilio? Ich mach das möglich. Dafür brauche ich was von Ihnen. Erzählen Sie doch mal vom Leiter des Camps. Carajo, ich weiß nicht. Ein Gringo. Riesig. Augen kalt wie Stein. Es malo sogar die Wachen fürchten ihn. Und wie heißt er? Einer der Ausbilder nannte ihn Bukhart. Karl Bukhart? Kennen Sie den Kerl etwa? Es gab einen Sergeant Bukhart bei den Rangers 2003, damals im Irak. Haben mal zusammen gearbeitet. Shit. Zurück zum Team. Ich werde mal bei Langley checken, was die so zu Bukhart haben. Emilio hat einen Namen ausgespuckt. Karl Bukhart. Er ist Amerikaner? Wenn ich mich nicht irre, dann war der Mann Army Ranger. Wir haben zusammen gedient. Ein Ranger? Nein, auf keinen Fall. Bowman überprüft das gerade. Sie meldet sich, wenn sie sich sicher ist. Ich habe Informationen über Karl Bukhart. Sie hatten recht. Er war mit dem 3. Bataillon des 75. Ranger-Regiments 2003 im Irak. 2006 wurde er entlassen. Anschließend verliert sich seine Spur. Ich schätze, er ist noch gut in Form. Laut unserem Deserteur befindet er sich in einer Basis in der Chusapadre-Silbermine. Finden und töten Sie Bukhart. Das legt das Kartell-Ausbildungsprogramm für Monate auf Eis. Verstanden. Wird gemacht. Und dann noch ein Bartkopf. Cool. Bereit machen. Ungerade links, gerade rechts. Konzentriert euch, verdammt. Karl Bukhart, ehemals Sergeant, 3. Bataillon, 75. Ranger-Regiment, geborener Killer.
Zeigt, was ihr könnt, ihr Schwuchteln. Macht mich geil. Los, los, los. Ab 15 war Karl ständig im Jugendknast. Die Akten sind geschlossen, aber das Muster ist bekannt. Mit 18 stellte ihn ein Richter vor die Wahl. In den Bau oder in die Army. Burkhardt blühte in der Army auf. Nach Absolvieren der Ranger School ging er 2003 mit dem 3. Bataillon in den Irak. Er hatte seinen Platz gefunden und wollte Karriere in der Army machen. Und dann fuhr seine Patrouille 05 in Ramadi auf eine Mine. Burkhardt fand sich im Zivilleben nicht zurecht, hatte nie lange einen Job und geriet wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Er zählte überall, wie die Army ihn fertig gemacht hätte. Schließlich verbrachte er immer mehr Zeit in Juarez. Gott weiß, was Burkhardt da unten suchte. Aber schließlich begegnete er El Muro, dem Sicherheitschef von Santa Blanca. Bei einem Bier, vielleicht auch einer Line, erzählt Burkhardt aus seiner Army-Zeit. El Muro ist beeindruckt. Er erkennt Talent, wenn er es sieht. Er bietet Burkhardt den Job an, die Armee des Kartells in der Provinz Montauk auszubilden. El Muro will sie zur besten Truppe dieser Art in ganz Südamerika machen. Und Burkhardt ist genau der Mann, den er dafür gesucht hat. Ein Mann, der Gefechtsübungen abhalten und zeigen kann, wie man einen G36 in 2 Minuten auseinandernimmt. Ein Mann, der aus Narcos Elite-Soldaten macht. Und der gehört jetzt zu welchen Art? Welcher Abteilung? Ach, der gehört zu La Plaga. Ja, ich will ja erst jetzt noch die anderen Sachen eben holen. Wir haben da noch was in der Mitte. Wo muss ich doch jetzt hier runter? Wo das denn jetzt hier? Ich will noch die Kingslayer-Dateien haben. Entführung Tier 1. Was ist das denn? Achso, ich bin Level 30 oder was? Story ersetzen, Leute. Okay. Ich will die Story ja jetzt nicht nochmal spielen. Ich will sie ja durchspielen. Deswegen, ich will sie jetzt nicht nochmal spielen. Dass sich das jetzt resettet auf 0. Deswegen lassen wir das Ganze einfach mal. Ja, jetzt haben wir nur noch eine Mission. Das heißt, wir haben wieder eine, die fehlt. Nee, warte mal. Ich habe hier oben noch welche. Die darf ich noch nicht machen, weil das der Endfight ist. Deswegen, ich will erst die anderen noch machen. Wenn, dann wollen wir aber auch auf 100%. Der Leiche war da noch oben, da drin oder was? Doch nur die Dokumente, lass mich in Ruhe. War doch mal nicht so geizig. Für die Sicherheit meiner Familie zu sorgen. Ich treffe keine Abkommen, Bokita. Wende dich an El Muro. Ich will auf keinen Fall mit El Muro reden. Alles, was ich ihm sage, geht direkt an El Sueño. Verstehst du das? Das endet nicht gut für mich. Klingt, als hättest du das... Alien im Anflug.
Togo. Runter. Verfickte Scheiße. Ey. Das ist, wenn man keinen Mittagsschlaf macht. Du liegst auf dem Boden und bist trotzdem müde. Verdammt, das war knapp. Bleib da, ich komme zu dir. Oh, vielen Dank. Bleib da, ich komme zu dir. Heli, runter, runter. Der Heli war einmal. Hubschrauber. Mann, wenn du ziehen könntest, hättest mich nicht erwischt. Nein, wenn ihr jemand ziehen könntet, dann hättest mich nicht erwischt. Scheiße. Los, los, los! Meine Seite ist sauber. Feindaktivität, aufpassen. Die Behörden sind in Svenios Hand, in meiner Hand. Spinnst du? Ich soll Santa Blanca deutsche Gewehre in die Hände spielen? Nein, Kleine. Du spielst sie mir in die Hände. Das bringt mir Punkte bei Svenio. Und dann? Verfolgen wir die Seriennummern? Warum soll ich Waffen verschieben wie das ATF? Dem Kartell Gewehre zu geben, bringt mir nichts. Sie geben sie nicht dem Kartell. Ich liefere sie an ein Lager, das die Rebellen kennen. Santa Blancas ausländische Militärausbilder arbeiten außerhalb von Montejocs Hauptausbildungslager. Töten sie sie und die Ausbildung kommt zum Erliegen. Ich meine, eine vernünftige Waffe hätte, wäre das kein Problem. Sieht aus wie ein Trainingscamp des Kartells. Laut Bowman landen ja alle neuen Rekruten. Santa Blanca wirbt Ex-Militärs als Ausbilder an. Und nicht nur Mexikaner. Manche kommen aus Russland, Afrika und Israel. Ein paar sind sogar aus den Staaten. Was muss schiefgehen, damit man die Arbeit für ein Drogenkartell als möglichen Karriereschritt sieht? Ziemlich viel. Ja, Woche eigentlich überstanden. Wir nähern uns dem Zielgebiet. Schnappt euch die Ausbilder und erledigt sie. Komm ich nicht rein. Warum geht jetzt der scheiß Alarm an? Hab die Rebellen um Verstärkung gebeten. Langweilig war sie bei mir. Aber das erzähle ich dir jetzt nicht im Stream, das machen wir mal. Heli im Anflug. Außerhalb. Ein Heli, was ist doch die ganze Woche noch krank? Heli, runter, runter. Was sind die denn hier? Ja, du warst noch arbeiten damit. Granate fliegt. Sag ich jetzt mal nicht. Sag ich ja, das sage ich jetzt mal nicht. Haben Verluste. Weil du bekommst dasselbe Geld, unabhängig davon, ob du krank bist oder nicht. Das Geld kriegst du trotzdem. Hast du das wirklich so faul, zum Arzt zu gehen und sagen, ja, ich gehe einfach mal nicht arbeiten die Woche. Aber wie gesagt, ich äußere mich jetzt aber nicht. Es gibt da nur schweren und bösen Sarkasmus. Und den habe ich heute schon, ja, schon gehabt. Habe ich heute auch schon mit den Leuten angelegt. Also dahingegen ist ja nichts Neues im Endeffekt. Habe ich gerade Munition aufgefüllt? Ja, habe ich.
kommen wir auch nicht hier rüber. Wie soll ich denn da hinten rüberkommen? Sie kommen hier lang. Die Ziele sind verdammt rar hier. Was geht denn sonst so? Schießt ihr auf mich? Die Unitertypen haben wohl Bock auf eine Schießerei. Dann mal schauen. Granate fliegt. Ah, fuck. In Deckung. Ach, leck mich doch, ey. Das gibt's doch nicht. Haltet durch, ich bin schon da. Danke. Hast du mal wieder WoW weitergespielt? Hey, warte mal, du warst ja krank geschrieben. Nur krank spielst du ja meistens nicht. Also sag ich mal, entspannten Stream anmachen, so ein bisschen WoW, ein bisschen Tee trinken, muss da nicht reden, schaut's aber rein. Aufgrund von der Kältung, ein Commentary. Spielst ein bisschen dabei, trinkst Tee, guckst dir mal Stream nebenbei an. Schaust ein bisschen WoW, dann kann ich das nämlich auf dem Handy anmachen. Ich hab was nebenbei zum Gucken. Ziel mit Maschinenpistole. Oder du trinkst einfach nur Tee und guckst meinen Stream an. Granate fliegt. Nehmt das. Der Sturm ist aus. Granate fliegt. Das war der letzte Ausbilder. Wir sind hier fertig. Und das soll das Kartell wirklich bremsen? Aber absolut. Wenn sich das... Moment. Alter! Meine Güte. So, was ist Power jetzt? Runter mit dir. Ja, mach das. Granate fliegt. Das Scheißding hier. Weil sind sogar zwei Sachen, sehe ich gerade. Der ist oben. Das kann ich gebrauchen. Wo ist denn das jetzt hier mit dem Dingen? Ausrüstung? Ich
hoffe, das setzt mir jetzt nicht die Kampagne zurück. Feind am Boden. Aufwertungen. Ach, jetzt kann ich mit der den Ressourcen die Waffen aufwerten. Okay. So, mal gucken mit dem Scharfschützengewehr, ob ich dann nicht noch ein anderes. Ich will ja schon da halt eine recht hohe Geräuschminderung haben im Endeffekt. Reichweite und Handicap. Ach, Handicap sei schon. Handling wäre natürlich auch nicht verkehrt. Kann ich nicht ändern. Ne, kann ich auch nicht ändern. Ist trotzdem so laut. Kann ich auch nicht ändern. Sogar schlechter als das, was ich. Ja, also wirklich schöne Scharfschützengewehre gibt es hier gefühlt irgendwie nicht. Ja, und aufwerten kann ich halt nur, wenn ich Ressourcen habe. Ja, gucken wir mal. So, was haben wir sonst noch? So genau, die Künstlerjagden wollte ich noch mitnehmen. Ich glaube, das Scharfschützengewehr hatten wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? Jetzt gerade zu dunkel hier. Muss ich mal gucken, wie das ist. Wohl kann ich da bei dem, kann ich da das hier ändern? Ach nee, das kann ich ja nicht ändern. Ja, ist klar. Kann ich nicht ändern. Sind die denn? Sind die? Ach, die sind oben. Haben wir 200 Rekruten nach Montujok geschickt. Dein Bukat hat 40 zurückgeschickt. Und jetzt sagst du, 30 wurden bei der Ausbildung verletzt oder getötet. Was geht da vor? Bukat schont sie nicht. Er bildet sie so aus, wie er sie kämpfen sehen will. Also echte Munition, echte Granaten. Wir haben Verluste. Echte Messern. Fehler passieren. Einige sind fatal. Was nützt uns das? Wir brauchen Soldaten, Elmodo, keine Krüppel und Leichen. Und du wirst sie bekommen, Jefe. Bukat nimmt die besten dieser 200 Rekruten und macht aus ihnen Elite-Soldaten, die härter und besser ausgebildet sind als alle anderen in Bolivien. Es gibt nichts, was sie aufhalten kann. Nichts, Elmudo. Nicht einmal Geister. Was? Was soll das bedeuten? Schon gut. Schick mir 50 dieser Elite-Sikarios, sobald sie soweit sind. Ich habe Verwendung für sie. Lol, wenn ich den Nachtmodus an habe, habe ich Streifen in der Aufnahme. Krass. Als würde da direkt ein Grafikfehler sein. Nice. Danke für gar nichts spielen. Oder OBS in dem Fall. So, was habe ich denn jetzt hier noch? Habe ich nur das Ding? Ne, da habe ich keinen Bock drauf. Wo haben wir denn sonst noch Sachen, die mir fehlen? Da habe ich noch ein Fragezeichen, da habe ich noch einen Fertigkeitspunkt. Da habe ich noch einen unbekannten Ort, den will ich noch nicht machen. Das heißt einmal hier rüber. Ah, ich kann nicht darüber, weil ich am Kämpfen bin. Willst du mich verarschen? Hat Pakatarium ein Fahrzeug gegeben? Wo hat das denn jetzt hingepackt? Ach du, genau noch in die Basis rein, ey.
Lass mir das Fahrzeug in die Nähe hinstellen und nicht am Arsch der Welt. Wenn ich jetzt gleich Pech habe, haben die nämlich ein Dings, Flugabwehr. Und wofür rückt jetzt Verstärkung an? Da rückt Verstärkung für die an. Ja, aber mal eben. Wo kann ein Ort abfliegen? Die Mission machen wir nämlich erst noch nicht, machen wir später. Nee, die machen wir später. Ich muss ja sowieso noch die andere Mission mit ihm machen. Santa Blanca Kartells als Sicario bedingungslos zu dienen. Ich handle ohne Zögern oder Furcht. Ich töte ohne Gnade oder Reue. Ich hüte die Geheimnisse des Kartells bis zum letzten Atemzug. Nach diesem Motto wirst du für den Rest deiner Tage leben. Falls nicht, wird dich Santa Muerte richten. Ich bin der Pilot. Renn zurück, der Tango könnte dich sehen. Na los. Ich meine, ganz nett, dass das zumindest da respawnt. Zurück, bevor sie dich entdecken. Noch einer oder was? So, dann haben wir den auch schon mal. Was haben wir denn jetzt noch nicht? Waffenkiste fehlen noch zwei. Da vorne, ach, die habe ich jetzt direkt zwei auf dem Weg. Und den Bonusorden. Das heißt, wir gehen jetzt hier rüber. Machen die beiden. Dann haben wir den schon mal. Von den Akten fehlen mir aber noch welche. Da brauchen wir noch welche. Und da oben habe ich den Rest. Gehen wir in die Richtung, machen den Typen und holen da den Rest. Dann haben wir den auch erledigt. Der ist ja auch schon mal fertig. Dann habe ich meinen Boss schon mal... Mindestens ein Boss für heute schon mal auf dem Zettel, den ich durchstreichen kann. Was sagen, nicht da reinfliegen. Leider kein Maschinengewehr dran. Und warum bin ich verdächtig? Ich fliege nur hier. Das ist nicht nett, sowas. Passt auf, wir haben Feindaktivität. Da ist ein Sicario. Drüben an der Kippe. Ich gehe in Position. Wann erledigt ihr den? Ich habe das Ziel. Ich brauche eine andere Position. Das Ding gar nicht so häufig benutzt. Hab ihn, er ist tot. Oh, cool.
Okay, wir sind cool. Ja, das habe ich gerade auch gesagt. Warum kann ich nicht über die Mauer springen? Kann ich das skillen zufällig? Warte mal, wo ist meine Fähigkeit? Wir füllen halt die anderen Ressourcen einfach. Übungszeit ist nicht so wichtig, dass die kriegen mich ja schnell genug wieder hoch. Mine? Ja, so oft benutze ich die Biene gar nicht. Ich habe die, glaube ich, noch nie benutzt. Das wollte ich schon immer. Wo ist mein... Der hört dich nicht, das Mikrofon ist zu leise eingestellt. Ja, krank, er war krank, hat er doch gesagt. Ich muss in den Chat gucken. Und für 800 Meter mache ich einfach mal ein Helion. Kann ich nicht. Die Propeller sind an ihrem Drehen. Oder heißt das überhaupt beim Heli-Propeller? Alter, der hat auch Maschinengewehr in der Hand. Wie soll ich denn da so schnell zurückfallen? Mann, das ist ein Zivilist. Pass gefälligst auf. Ja, wenn der mir in die Flinte läuft. Die Zivis sind eh nicht so ganz hell, habe ich so das Gefühl. Ja, kann ich gebrauchen. Sturmgewehr. Hier haben wir noch grüne Kisten. Und es ist egal, was du machst. Gefühlt sehen sie dich immer. Das ist halt das Schlimme. Die sehen dich gefühlt immer. Aber ich habe es auch noch nicht ganz ausgeskillt. Vielleicht liegt das daran. Weiß es auch gar nicht, ob die mit diesen, mit dieser Tierstufe, ob die jetzt stärker werden, weil ich habe jetzt schon das Gefühl, ich kriege ja noch mal auf die Fresse. Der sieht mich jetzt schon wieder. Piraten, das Ding ist oben. Und irgendwo eine Treppe nach oben. Da ist der Orden. Beim freiem Schießen. Achso, das sind die Sachen, die wir ja noch da zusätzlich bekommen, ne? Wir haben nochmal Sachen freigeschaltet. So, was wollte ich jetzt? Das Fragezeichen und dann machen wir den Bus. Togo, du kannst übrigens auch, wenn du WoW zockst, wenn du HC-Indies läufst, ne, bekommst du 441 GS aus der Vault. Das ist nämlich gar nicht so verkehrt. Habe ich jetzt getestet, mich mit dem Druiden. Also das ist schon einiges, was du da bekommst für so einen HC-Run. Also das ist schon nicht schlecht, das ist schon recht nice. Also 441 ist schon nice. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Will ich auch nicht nein sagen.
Ja, du bekommst zwar 428 aus dem Dingen, aber ich habe 441 aus dem Dinges bekommen. The Vault. Aber ich habe die Woche jetzt auch noch nicht wirklich gespielt. Wollte jetzt morgen, wollte ich den zweiten LFR-Teil machen. Beziehungsweise den zweiten Teil aufnehmen. Den dann die anderen Chars einmal durch den LFR jagen, wo ich das Set haben will. Und dann, warte mal, habe ich denn jetzt alle Kingslayer-Akten? Nein, habe ich noch nicht. Das heißt, mir fehlen noch welche. Wir gehen erstmal darüber. Und eine Story muss ich morgen noch machen. Ich habe nämlich gesehen, dass da eine neue Story aufgeklappt ist. Die muss ich morgen noch machen. Ja, und dann mal gucken. Halt die Chars oder durch den LFR jagen. Aber wir wollen morgen noch einkaufen gehen. Also wir müssen im Endeffekt. Wir sind heute nicht, weil wir heute noch die Sachen für die Gastherme fertig gemacht haben. Jetzt alles komplett fertig. Endlich. Könnte man so gesehen sagen. Und eigentlich wollte ich heute das Spiel durchspielen, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das heute was wird. Und da müsste ich mal gucken. Ich sehe einen Hauptmann. Na, ich weiß nicht, wie die mal. Ach, das Ding mal in die Luft hier. Einer von denen. Geh in Position. Ziele fest. Bin bereit. So, ich habe jetzt drei Schüsse, die ich nutzen kann. Ich habe das Ziel. Hab ihn. Hatten wir das auch, sauber, was wir machen konnten im Koop? Ich glaube nicht, ne? Bin mir jetzt nicht allzu sicher, ob wir das auch hätten wegmachen können. Oh, meine Arbeitskollegen. Nein. Dafür sind die Tiere einfach zu schade. So, wir müssen einfach da runterlaufen. Achtung, Feindpräsenz. Da ist ein einsamer Soldat. Sag mir wo. Drüben bei der Funkkiste. Bin ich den ja weggepirscht. Zivilisten im Bereich. Achtet auf eure Ziele. Ah, die Zivis dürfen eher damit irgendwo ran. Wir haben Gesellschaft. Hier 49? Jo, zwei Kartellschützen. Ist das jetzt runtergegangen? Also wir können ja mal einen Tag, wenn du Lust hast, können wir mal ein paar HC-Indies laufen. Würde ich irgendeinen Twink mitnehmen. Der dann auch noch was an Gier abstauben will. Nur mal gucken, welchen ich nehme. Ich glaube, dann nehme ich den Hexer. Gut, alles klar bei uns. Für den Dämonologie-Hexer ausprobieren. So, Fertigkeitspunkt mitgenommen. Oh, so, das nehmen wir auch noch mit. Ja, du chill mal da. Bei mir fehlt immer noch drei Kingslayer-Akten. Obwohl, ich habe noch ein Fragezeichen da oben. Und hier hinten habe ich auch noch einen Fertigkeitspunkt. Ich habe das Motorrad mit hier. Weißt du eigentlich, ob du Weihnachtsgeld bekommst? Hast du schon irgendwelche Infos bekommen? Oder weißt du jetzt erst, wenn du Geld kriegst im Dezember?
sind alarmiert. Fuck, aufgeflogen. In die doofe Tonne gelaufen bin. Granate fliegt. Nehmt das. Also könnte es sein, dass ihr welches bekommt, würde ich so sagen. In Deckung, Idiot. Ich lege an. Ich krieg so auf die Fresse gerade, ne? Das ist der Wahnsinn. Verstärkung ist auch endlich mal da. Selbst 50 Euro sind, das ist immerhin besser als nichts. Das Loch im Funknetz des Kartells gibt den Rebellen Grund, mutiger zu werden. Was habe ich denn jetzt von diesem Tierpunkt gehabt? Stufenaufstieg? Ich habe 300 Credits verdient. Oh, okay. Aber ich bin jetzt 49, geht das jetzt da? Ich blick da nicht durch. Na egal, ich lasse es einfach mal an. Das Boss machen wir später. Granate fliegt. Habt ihr Rebellen? Alle bereit? Feuer! Granate fliegt. Warum läuft er da raus? So doof kann man eigentlich sein. Hä? Die ist doch gerade respawned, oder nicht? Ja, deswegen alles mitnehmen, was du kriegen kannst. Kannst du sparen für neue CPU und so. Einer weniger. Wolltest du doch so machen, wolltest du eh CPU upgraden, ne? GPU okay, sollte ja eigentlich noch gehen. Sollte das ja eigentlich passen, dann wo ist das Fragezeichen jetzt da hinten? Verfliegen. Ziemlich viele Blinklicht. Oder wir machen jetzt den Boss. Wir konnten den Ausbilder des Kartells identifizieren. Ein ehemaliger Army Ranger namens Carl Burkhardt. Der Kerl ist leider ein böser Bube geworden, als er beim Kartell angefangen hat. Jetzt müssen wir ihn eliminieren. Wir können los! Ja, es gibt immer noch eine Alternative. Ja, der ist ja in der Mine drin, ne? Feindaktivität. Die Drohne ist oben. Hey, Sniper auf dem Dach. Tango Nummer 3. Da war keine Leute bei. Wenn ich das gewusst hätte, dass das so einfach mit diesem Schuss funktioniert, ne? Dann hätte ich mir das mit der Anmission. Okay, bin unterwegs. Ich suche eine gute Position. Warte, ich suche eine gute Schusslinie. Hätte ich mir das ja relativ easy machen können. Roger, Ziel markiert, bereit für den Angriff. Tango getroffen. Na. Wir können weiter. Das ist dann doch ziemlich einfach, wenn du diesen Schuss nutzt. Wir nähern uns Burkhardts letzter Position. Wollen wir das echt tun, Boss? Einen von uns töten? Burkhardt war nicht mehr unser Bruder, als er sich entschlossen hat, zum Kartell zu wechseln. Wenn ihr ihn seht, knallt ihn ab, ohne zu zögern. Aber das würde mit uns auch machen, ohne zu zögern abknallen. Sauber, alles sauber.
sind Feinde. Mein Gott, hier riecht's wie im Schlachthaus. Was für ein Training macht Bukat hier? Das Erste, was ein Sicario-Rekrut lernt, ist, wie es ist, einen Menschen zu töten. Sie holen Gefangene her und lassen sie von Rekruten mit Hämmern oder Macheten bearbeiten. Manchmal Männer, manchmal Frauen, manchmal kleine Kinder. Ein Spiel ist abgestürzt. Die Rekruten wissen, wenn sie zögern, sind sie selbst dran. Ich hab grad Standbild.